In Deutschland erkranken jährlich zwischen 2 und 14 Millionen Menschen an einer Grippe. Vor allem im Winter treten sogenannte Grippewellen auf. Dann ist die Ansteckungsgefahr sehr hoch. Grippeviren verbreiten sich durch Tröpfchen, also zum Beispiel beim Niesen, Husten oder Sprechen. Auch über die Hände werden die Viren übertragen, zum Beispiel beim Händeschütteln oder durch verunreinigte Oberflächen. Besonders für Schwangere und ihre Kinder kann eine Grippe mit ernsthaften Gefahren verbunden sein. Denn eine Grippe ist keine einfache Erkältung. Grippeviren vermehren sich schnell und sind aggressiver als die meisten Erkältungsviren. Hinzu kommt, dass bei Frauen in der Schwangerschaft aus verschiedenen Gründen die Immunabwehr etwas weniger aktiv ist. Dadurch kann es bei einer Grippeinfektion zu schwerwiegenden Komplikationen kommen, zum Beispiel zu einer Lungenentzündung. Zudem steigt durch eine Grippeinfektion die Gefahr von Wachstumsverzögerungen des Kindes und von Fehl- und Frühgeburten. Auch bei einer Infektion des Neugeborenen kann es zu schwerwiegenden Folgen kommen, da das Immunsystem in den ersten Lebenswochen noch nicht in der Lage ist, sich gegen die Viren zur Wehr zu setzen. Eine echte Grippe beginnt häufig schlagartig, aber auch ein milder Beginn ist möglich. Fieber, trockener Reizhusten sowie Kopf-, Hals-, Muskel- und Gliederschmerzen sind mögliche Krankheitszeichen. Sind Sie schwanger und möchten sich aktiv gegen die Grippe schützen, sind sich aber beim Gedanken an eine Grippeschutzimpfung unsicher? Ein Beratungsgespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt kann Bedenken ausräumen und Fragen klären. Bei der Impfung werden lediglich inaktive Teile von Erregern verabreicht. Deshalb ist es ausgeschlossen, dass sich Mutter und das ungeborene Kind dabei mit dem Grippeerreger anstecken. In zahlreichen Studien wurden die gute Verträglichkeit und Sicherheit der Impfung für beide nachgewiesen. Dabei zeigten sich weder schwere Reaktionen noch ein Anstieg von Frühgeburten oder Kaiserschnitten infolge der Impfung. Tatsächlich ist das Risiko einer Grippeerkrankung viel höher als das Risiko möglicher Impfnebenwirkungen. Eine Grippeimpfung schützt sowohl die werdende Mutter als auch das Kind. Denn die Abwehrstoffe werden von der Mutter über die Plazenta auf das ungeborene Kind übertragen. So ist das Kind auch nach der Geburt vor Grippe geschützt. Eine Impfung in der Schwangerschaft halbiert in etwa das Risiko von Schwangeren und Neugeborenen, an einer Grippe zu erkranken. Sollte man trotz Impfung erkranken, verläuft die Grippe in der Regel milder und ohne Komplikationen. Mögliche Nebenwirkungen der Grippeimpfung sind meist harmlos und Zeichen einer Immunreaktion. Auftreten können Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle, seltener Fieber, Übelkeit oder Muskelschmerzen. Nur in sehr seltenen Fällen kommt es zu schwerwiegenden Nebenwirkungen. Einfache Hygienemaßnahmen verringern zusätzlich das Ansteckungsrisiko. Zum Beispiel Abstand halten zu Erkrankten, in die Armbeuge niesen sowie gründliches Händewaschen. Der beste Schutz gegen eine Grippeinfektion ist jedoch die rechtzeitige Impfung vor Beginn der Grippesaison. Am besten ab Oktober oder November. Aber auch zu Beginn oder im Verlauf der Grippewelle kann eine Impfung noch sinnvoll sein. Allen gesunden Schwangeren, die während der Grippesaison schwanger sind, wird daher die Impfung gegen Grippe ab dem 4. Schwangerschaftsmonat empfohlen. Schwangere mit chronischen Grunderkrankungen wie Asthma, Diabetes oder Bluthochdruck sollten sich bereits im ersten Schwangerschaftsdrittel impfen lassen. Kommen Sie der Grippe zuvor und schützen Sie sich und Ihr Kind mit der Grippeimpfung.